إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أسمع، liebe Schwestern im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bitte, nicht vom Thema abzulenken, keine Fragen zu stellen zu anderen Dingen. Okay? Also, ich habe ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, am 4.8.2019 das erste Mal diese Instagram-Seite selber ins Leben gerufen, ohne Admins. Und die meiste Zeit wurde auch hier ohne Admins gearbeitet. Und davor war das in der Regel nicht so gewesen. Ja? Nicht so gewesen. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel oder sehr das Fieberthermometer an die Umme halten können. Das ist ein großer Nutzen, den ich hatte. Es gab vielleicht auch Schaden hier und da. Aber ein großer Nutzen war, dass ich nochmal vermehrt das Fieberthermometer an die Umme halten konnte. Mit 1000 Menschen zu interagieren und sie kennenzulernen und was auch manchmal sehr anstrengend ist, muss ich sagen. Und die Probleme der Umma, die großen Probleme der Umma wirklich zu sehen und zu erkennen. Und ein Problem, was mir extrem aufgefallen ist in dieser Zeit, ist, dass es sehr, sehr viele Männer und Frauen gibt. Sehr, sehr viele Männer und Frauen, die seit Jahren verzweifelt auf einer Partnersuche sind. Ein Mann, der verzweifelt seit Jahren nach einer Frau sucht, und eine Frau, die verzweifelt nach einem Mann sucht. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Weil erstens der Prophet alayhi salatu wasalam gesagt hat, Iza tazawwaj al-abdu faqad istakmala nisf dinihi falyataqilla nisf al-akhar. Wenn jemand geheiratet hat, dann hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt, so soll er Allah in der anderen Hälfte fürchten. Warum ist das so? Was bedeutet das genau? Heißt das jetzt, wenn ein Mann zwei Frauen heiratet, hat er die ganze Religion erfüllt? Nein, natürlich nicht. Sondern damit ist gemeint, dass man sich dann vor Zina geschützt hat und Zina zu den großen Sünden gehört, die Menschen in die Hölle führen. Denn am anderen Hadith sagt der Prophet alayhi salatu wasalam, أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسِ النَّارِ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ. Das, was die Menschen am meisten in die Hölle bringt, ist der Mund und die Geschlechtsteile. Ja? Dann sagte der Prophet, Tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Heiratet, denn ich möchte mit eurer Anzahl die anderen Umam am jüngsten Tag übertreffen. Das heißt, das ist ein Nutzen für die muslimische Gemeinschaft,
viele Kinder zu haben. Und als ich gestern in Berlin war und habe die Brüder gesehen, habe gesehen, wie islamisch Berlin geworden ist. Ja. Natürlich gibt es auch negative Seiten, aber die gibt es auch in anderen Großstädten. Ja, und die jeder davon, also die zumindest in meinem Alter waren, 5, 6 Kinder hatten. Alhamdulillah. Was heißt das nach 50 Jahren? Das heißt, der Islam verbreitet sich immer mehr, weil die Anzahl der Muslime prozentual immer mehr wird. Das heißt, es ist so wichtig für unsere Dauer, so wichtig für unsere Bewegung, gerade hier in Deutschland. Es ist unheimlich wichtig für die Gesellschaft. Dann natürlich auf individueller Ebene, nicht so sehr religiöser Ebene, weil das, was ich eben gesagt habe, vor Sinner schützen, sehr stark religiöse Ebene, aber auch individuelle Ebene. Der Prophet, Allah sagt im Koran, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand. Das ist einfach so wie ein Gewand Geborgenheit, Sicherheit, Schutz gibt, so soll man sich gegenseitig Schutz geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 9, Vers 71, Surah Tauba, Vers 71 sagt er. Ja. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind die einen, die Schutzfreunde der anderen. Schutzfreunde der anderen. Und hier ist meine Frage an euch. Hier ist meine Frage an euch. An die Männer. Hier ist die Frage erstmal an die Männer. Ja? Wer von euch ist schon seit langer Zeit auf der Suche nach einer Erstfrau? Ich rede nicht von jemandem, der eine zweite Frau sucht. Ich rede von jemandem, der eine Frau sucht, der total unverheiratet ist. Wer von euch ist schon lange auf der Suche? Schämt euch nicht. Ich glaube, es ist schon zu spät. Wer von euch ist lange auf der Suche? Du bist auf der Suche, sehr gut. Möge Allah dir eine rechtschaffene Frau geben, die mit dir zufrieden ist und mit der du zufrieden bist. Amen. Wer noch? Nur ein Bruder? Schade. Du, bist du ein Bruder oder eine Schwester? Ich rede gerade von Brüdern nur. Irda da hört sich weiblich an. Ah, Achi Sunna, okay, du auch. Achi vom Baden-Württemberg, du auch. Stickfort, du auch. Möge Allah euch allen eine rechtschaffene Frau geben. Ich rede jetzt gerade nur von Männern. Ich rede gerade nur von Männern. Du auch? Okay. Hier sind jetzt mehrere Männer, die sich gemeldet haben. Hier ist noch jemand. Alhamdulillah. Jetzt melden sich einige, sehr viele Brüder melden sich gerade. Alhamdulillah. Möge Allah euch allen eine rechtschaffene Frau schenken, die mit euch zufrieden ist, mit der ihr zufrieden seid. Ja, oder seit kurzem. Wer ist seit kurzem auf der Suche? Auch kein Problem. Man braucht es jetzt hier nicht im Livestream zu verkuppeln, okay? Okay. Jetzt kommt meine Frage. Und die ist auch an diejenigen, die jetzt schon geheiratet haben, okay? Diejenigen, die schon geheiratet haben, die verheiratet sind. Wenn ihr nicht verheiratet seid oder nicht verheiratet wärt, okay? Nehmen wir mal an, ihr seid nicht verheiratet oder ihr wärt nicht verheiratet und ihr sucht nach einer Frau. Also das ist jetzt eine Frage für die, die verheiratet sind. Was wäre, wenn ihr nicht verheiratet wärt? Stellt euch die Situation vor, ihr wart noch nicht verheiratet und wollt jetzt heiraten, okay? Und diejenigen, die sowieso nicht verheiratet sind, die kennen ja die Situation, weil die befinden sich ja momentan. Okay. Meine Frage an euch. Wer von euch
würde keine Frau heiraten, die schon geschieden ist und 4 Kinder aus der ersten Ehe hat. Weil wir gerade bei einem Livestream sind, deswegen. Und sowas ablenkt. Wer von den Männern, also du denkst, du würdest nicht machen, das heißt, du wirst es nicht machen. Okay. Du wirst es machen, du hast es gemacht, mashallah. Sowas macht man nicht, die Frau ist dann nicht weniger wert. Ich weiß nicht genau, wovon du redest, ob du mich jetzt hier kritisieren willst. Ja, das Lieblingsthema, weil es nicht hochgeladen wurde. Du nicht? Kommt auf ihr Alter an. Okay, die ist 24, hat 4 Kinder. Mit Kindern ist nochmal eine Stufe schwieriger, als nur geschieden zu sein. Für dich oder redest du von der Situation? Wenn die Frau mir gefällt, sagst du, ich bin zu schwach dafür. Wieso bist du schwach dafür? Wäre dir egal, ob geschieden oder nicht? Also, das heißt, wenn die Frau 4 Kinder hat, ist dir egal. Ich rede von der ersten Frau, also nicht, okay. Was der Prophet gemacht hat, steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Ich rede von euch, nicht vom Propheten, a.s.w. Es geht hier darum, die Situation der Umma zu analysieren. Und nicht darum, zu zeigen, was der Prophet gemacht hat. Das ist, er steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist hier nicht unser Thema. Würde nicht. Die Kinder kriegen doch Kindergeld. Also keine Ausreden. Genau, als Unverheiratete eine Frau, die schon 4 Kinder hat, genau. Wenn die Kinder jung sind, würdest du es machen. Leute, wo wart ihr die ganzen Jahre über gewesen, die jetzt, das habe ich noch nie erlebt, Achi. Dass hier 3 oder 4 Leute sagen, sie würden das machen. Könntest du nicht. Geschiedene Frau wäre kein Problem, aber für die erste Ehe wäre es etwas schwer bei mir. Okay, Frage. Die, die gesagt haben, nein, warum? Warum würden sie zum Beispiel keine Frau heiraten, die schon 4 Kinder hat? Warum? Der eine sagt, du würdest es nicht schaffen. Warum würdest du es nicht schaffen? Okay, Ahmed, du könntest so viele Personen auf einen Schlag nicht versorgen. Okay, was wäre, wenn die Frau 2 Kinder hat? Wie wäre es dann? Nehmen wir mal an, du bist finanziell dazu in der Lage, die 4 Kinder zu versorgen. Nehmen wir das so an. Okay, du bist dazu in der Lage, 4 Kinder zu versorgen, oder die hat 2 oder die hat 1. Ich könnte es nicht. Okay, sag mal, warum du es nicht könntest. Es ist eine Frage an die Männer, nicht an die Frauen. Erstes Kind schon im Imtihan genug, Bruder. In welcher Beziehung? Leute, schämt euch nicht. Sagt, guck mal, Leute, eure Kommentare werden nachher nicht veröffentlicht. Keiner weiß, was ihr geschrieben habt, außer die, die eventuell hier sind. Es geht darum, Leuten etwas zu vermitteln.
Und jemand, der gesagt hat, dass er das machen wird, der braucht das nicht 65 Mal zu wiederholen, weil sonst kommt das einem so vor, als wenn die alle Männer das machen würden. Zu anstrengend. Okay, was wäre jetzt genau zu anstrengend? Okay, ich möchte einfach eine Jungfrau haben, also nichts gegen diese Frauen, ist mein Anspruch. Bruder, bin ehrlich. Sehr schön. Sehr schön. Endlich mal, Leute, endlich mal einer, der nicht hier so schlick, schlack, schluck, ja, viel Arbeit, viel Geld. So. Dankeschön. Möge Allah dich belohnen für deine ehrliche Antwort. Denke, meine Familie wäre damit auch nicht einverstanden. Warum nicht? Auch nicht. Jetzt schiebst du auf die Familie. Jetzt schiebst du auf die Familie. Wenn sie vor ihren Mann verlassen hat, wird sie mich auch verlassen. Bruder, Entschuldigung. Was ist das denn für eine Einstellung? Ich meine, bevor du doch eine Frau heiratest und sie kennenlernst, ja, du weißt doch gar nicht, aus welchem Grund sie ihren Mann verlassen hat. Oder vielleicht hat der Mann sie verlassen. Vielleicht ist der Mann vom Islam abgefallen. Vielleicht ist der Mann Alkoholiker. Vielleicht ist der Mann jemand, der die Frau mit dem Kabelbinder zusammengeschlagen hat. Man kann doch nicht sagen, die Frau ist geschieden, also ist die Frau schlecht, also dann wird die mich auch verlassen. Bruder, fast alle Frauen, die der Prophet geheiratet hat, waren geschieden oder Witwen. Nur mal so nebenbei. Ich will, dass es meine eigenen Kinder sind, oder? Ja, du kannst ja nachher noch eigene Kinder mit ihr bekommen. Okay. Es kommt doch auf den Charakter an, es muss doch zueinander passen. Klar kommt es auf den Charakter an, aber bei den meisten Männern ist schon, wenn es heißt, die Frau hat ein Kind, gucken die nicht mehr nach dem Charakter, ist Ende. Weil ich mir denke, dass es wahrscheinlich ist, dass die zweite Ehe dann auch nicht funktioniert, wenn es beim ersten Mal auch nicht geklappt hat. Dieses Denken ist aber wahrscheinlich nur vom Scheitan. Ja, glaube ich auch, das ist nur vom Scheitan, das Ding. Weil dieser Gedanke ist ja totaler Quatsch. Wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, kann man ja nachfragen, warum es nicht geklappt hat. Aus welchem Grund hat es nicht geklappt? Und wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, das heißt doch, diese Frau hat schon viel mehr Erfahrung in einer Ehe, was für Probleme aufkommen könnten, die zu einer Scheidung führen. Und sie hat viel mehr Ahnung, wie sie einen Mann aussucht, worauf sie bei ihm achtet, sodass ich es eher sehe, dass eine Scheidung eher ausgeschlossen ist. Wallahu alam. Ich will ja niemandem ausreden, eine Frau zu heiraten, die noch nie verheiratet war. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Nein, weil wenn die Frau gut ist, wäre sie bei ihrem Mann. Sorry, aber du scheinst leider irgendwie nicht so ganz zu verstehen, ganz zu wissen, wovon du redest. Okay, nehmen wir mal, der erste Mann ist vom Islam abgefallen. Soll sie dann beim ersten Mann bleiben? Ist haram, islamisch gesehen haram. Okay, nehmen wir mal an, der erste Mann hat sie scheiden lassen, weil er weiß ich nicht, irgendeine Jennifer geheiratet hat und hatte keinen Bock mehr auf diese Frau gehabt, die rechtschaffen ist. Vielleicht, oder er hat sie scheiden lassen, weil ihm irgendwas Äußerliches nicht gefallen hat. Es ist absolutes, sorry Bruder, aber es ist absolutes Bauerndenken, was du hier erzählst. Absolutes Bauerndenken hoch 10. Auf dem tiefsten Bauernhof im Schwarzwald. Also man will ja möglichst eine Familie mit eigenen Kindern aufbauen. Wenn die Frau schon 4 Kinder in die Ehe mitbringt, da ist die Frage, wie viele Kinder die Frau bereit wäre mit einem selber. Okay, nehmen wir mal an, die Frau ist noch bereit mit dir 10 Kinder zu kriegen. Was jetzt, Bro? Keine Ausreden hier, komm, Junge, du Schlingel. Keine hier Ausreden, ja. Ich will ja viele Kinder, wenn sie. Okay, die hat ein Kind. Okay. Die Frau hat ein Kind. Ich habe ja mit 4 Kindern angefangen, nur dass ich da normalerweise, letztes Mal, wo es schon 4 Kinder hieß, direkt nein. Aber hier, diesmal hieß es jetzt, ja, vielleicht, eventuell, da habe ich gesagt, 3, nein. 2, nein. Bei 1, okay, ja. Okay, ein Kind, eventuell, ja. So.
Eigentlich darf sowas kein Ausschlusskriterium sein. Nein, aber wir reden nicht vom Optimum, wir reden von der Realität, Bro. Wir reden von der Realität. Deswegen mache ich hier interaktiv ein Gespräch. Du würdest es auch nicht machen. Warum? Ein Kind. Ist auch eine Last für einen Mann generell, wenn er weiß, dass ein anderer vor einem dran war, unabhängig mit Kinder oder ohne Kinder. Okay. Welche Last ist da genau? Nehmen wir mal, die Frau ist geschieden, hat keine Kinder. Welche Last hast du genau? Sag es mir. Bruder, ist kein Kritik. Ich finde, du hast sachlich geantwortet. Ja, eben die Antwort von dem einen Bruder fand ich sehr bauernhaft. Das habe ich auch direkt kundgetan. Du redest einfach von deinem Gefühl. Das ist dein Gefühl. Okay? Sag mir, was ist genau für dich die Last, dass die Frau vor jemand anderen geheiratet hat? Ich denke daran, dass wenn es um die Ehe geht, selber meine Kinder großzuziehen, mein Blut, ich will das nicht wollen, eine Frau, die schon schwanger von einem anderen war. Das ist rein emotionales Argument, kein rationales Argument. Denn wenn du einer Frau hilfst, Kinder islamisch aufzuziehen und gerecht zu diesen anderen Kindern bist, kriegst ja viel Lohn. Und das ist ja etwas, was unter den Sahabern gang und gäbe gewesen ist. Bruder, wenn man sich nicht bereit. Sorry, Bruder, ach, das ist doch eine Ausrede. Guck mal, das ist doch eine Ausrede. Wenn man sich noch nicht bereit fühlt, Kinder großzuziehen, ja, da soll man nicht heiraten. Dann soll man nicht heiraten. Die Frau ist ja sowieso schon die Kinder am Erziehen. Wer weiß, sie sind 3, 4 Jahre alt, die kriegt das schon sowieso die ganze Zeit schon mehr oder weniger selber hin. Da wird man es doch hinkriegen, irgendwie zu helfen. Dazu kommen wir nachher, Osei. Ich will eine Schwester haben, die mit mir das Gefühl hat, auch das erste Mal zu heiraten. Okay? Das ist, sag ich mal, dein romantisches Gefühl. Du hast noch nie geheiratet, du hast noch nie eine Freundin gehabt und du willst gerne dieses Gefühl haben, dass es für beide das erste Mal ist, zusammen zu sein. Kann ich, muss ich sagen, in diesem Fall ganz gut verstehen. Allerdings ist das alles etwas rosarot und man muss sich einfach beweisen, man muss einfach auch verstehen, es funktioniert nicht immer alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Nehmen wir mal an jetzt, Bruder. Man lernt eine Frau kennen, die geschieden ist, die ein Kind hat. Und es ist einfach die perfekte Frau, weil die perfekte Ehe ist ja nicht die perfekte Ehe, wo man das Gefühl hat, okay, für uns ist es beide das erste Mal. Ja, das ist ja so ein bisschen so Romeo und Julia mäßig, ja? So ist schön, wenn man dieses Gefühl hat, aber eine Ehe ist ja mehr als der erste Moment oder die ersten Momente. Und das ist ja eigentlich sehr sekundär. Ich würde sagen, Bruder, du versuchst dich zu sehr auf Dinge zu konzentrieren, die eigentlich weniger wichtig sind. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe 3 Frauen zur Auswahl. Die eine ist 10 Jahre älter als ich. Oder ist ein doofes Beispiel. Die eine ist älter als ich oder die eine hat 2 Kinder, ist geschieden, sieht super aus, passt vom Charakter nicht. Die eine sieht super aus, hat einen guten Charakter, hat ein Kind und die andere ist jetzt auf demselben Stufe vom Iman und selbe Stufe vom Charakter und selbe Stufe vom Aussehen, hat aber keine Kinder und niemanden gehabt. Du hast diese Auswahl, dann sage ich, okay, ich kann verstehen, du nimmst die Frau, die für dich jetzt in diesem Fall, aber die Sache ist ja, dass man oft nicht die Auswahl hat. Viele sind wirklich auf der Suche, ja, auf der Suche. Und
gerade leider bei vielen Jungs ist es ja so, dass es nicht so ist wie bei dir, möge Allah dich belohnen, dass sie noch nie Kontakt mit einer Frau hatten, sondern viele haben ja leider sehr viel Dreck auf dem Kerbholz, muss man sagen, okay? So, und ich würde sagen, in diesem Fall, ja, wann findet man eine Frau? Stell mal vor, du findest eine Frau, die zwar ein Kind hat, super rechtschaffen ist, dich vom Äußerlichen voll vom Hocker haut, und auf der anderen Seite hast du eine, okay, die ist noch, die teilt mit dir dieses erste Mal, gefällt dir aber äußerlich nicht so gut, ne, so charakterlich nicht so gut wie die eine, die geschieden war. Da würde ich dir eher die andere empfehlen, weil das langfristig mehr Nutzen bringt. Okay. Bruder, es geht ja nicht darum, ob du das Recht hast, eine Jungfrau zu heiraten. Es geht nicht darum. Möge Allah dich belohnen. Darum geht es nicht. Es geht um bestimmte Situationen. Jemand ist seit langer Zeit auf der Suche, will heiraten. Okay? Und hier gebe ich nochmal dieses Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Frau, die hat ein, zwei Kinder, ist geschieden, aber rechtschaffend, gefällt dir vom Äußerlichen unheimlich. Und auf der anderen Seite findest du keine, die dir gefällt, jungfräulich ist und weder vom Charakter, vom Äußeren. Dieses Szenario musst du dir vorstellen. Wird nicht abgelehnt. So, und das gehört dir nicht in den Livestream. Karamat sind eine Realität und auch Awliya sind eine Realität, die im Koran steht. So, tschüss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich um alle gut genug kümmern könnte, da ich noch in keiner Ehe war. Aber wenn ich die 100% Sicherheit habe, dass allen gut geht, kein Problem. Das ist also dein Problem, okay. Meine Eifersucht wäre zu groß, die Gedanken würden meine Liebe zu der Frau, glaube ich, einholen. Deine Eifersucht? Bruder, sorry, welche Eifersucht? Eifersucht zu den Kindern oder Eifersucht zu dem Mann, auf den die keinen Bock mehr hat? Versteht ihr? Ich weiß, das ist sehr viel verbreitet, dieser Gedanke, aber dieser Gedanke ist einfach falsch. Die meisten Frauen, die aus einer Ehe kommen, die gescheitert ist, die haben die Nase von dem ersten Typen voll. Bis über die Schädeldecke. Abraham, da kannst du Bademeister am Freibad in Neukölln machen? Nein. So. So. Also, ich würde sagen, aus dieser, es sind jetzt hier viele Kommentare, ich scroll jetzt mal runter, aus diesem Gespräch und aus diesen Antworten können wir auf jeden Fall herauskristallisieren, dass der Großteil der nicht Verheirateten nicht bereit ist, eine Frau zu heiraten, die keine Jungfrau mehr ist, und eine Frau zu heiraten, und umso mehr Kinder sie hat, umso geringer werden die Chancen für diese Frau, einen unverheirateten Mann zu finden. Würdet ihr dieser Aussage zustimmen? Ich denke, ihr würdet dieser Aussage zustimmen. Nochmal, ich wiederhole. Eine Frau, die keine Jungfrau mehr ist, hat wesentlich geringere Chancen, einen Mann zu finden, der unverheiratet ist oder der das erste Mal heiraten will. Und umso mehr Kinder sie hat, desto geringer werden die Chancen. Und das hat sich gerade aus diesem Gespräch hier herauskristallisiert, aus den Antworten herauskristallisiert. Und ich gehe so weit,
Ich kannte eine Schwester, mit der war ich zusammen im Arabischunterricht in der Volkshochschule. Die war damals schon geschieden, sehr jung geschieden. Die müsste ungefähr genauso alt sein wie ich. Die habe ich aber auch schon fast 20 Jahre nicht mehr gesehen. Glaubt es mir, mich würde es nicht wundern, mich würde es nicht wundern, wenn diese Schwester, und die hat keine Kinder, heute noch immer keinen Mann gefunden hat. Ich würde sogar, wenn Wetten erlaubt wäre, würde ich Wimper zu zucken, 100 Euro draufsetzen, dass diese Schwester heute immer noch nicht neu verheiratet ist. Wenn eine Frau ein Kind hat, einen Mann zu finden, der unverheiratet ist, sehr schwierig. Wenn die zwei Kinder hat, noch viel schwieriger. Wenn sie drei Kinder hat, ist fast unmöglich. Wenn sie vier Kinder hat, kann sie komplett einpacken. In den meisten Fällen. Ein Mann zu finden, der unverheiratet ist, ist für eine Frau, die vier Kinder hat, fast unmöglich, für drei Kinder extrem schwer, für zwei sehr, sehr schwer, mit einem super, schon super schwer und alleine schon, wenn sie keine Jungfrau mehr ist, verheiratet worden, geschieden ist, es ist sehr, sehr schwer. Woran das liegt, haben wir eben gesehen. Falsche Einstellung, schaitanische Einstellung, die in die Umma hineingekommen sind. Falscher Stolz, falsche Gedanken. Wenn die geschieden ist, dann war sie das schuld. Haben wir eben selber live gehört. Ja, ich bin eifersüchtig auf den ersten Mann. Ja, all diese Sachen. Letztes Mal hat einer erzählt, ich will kein männliches DNA in meinem Haus haben. Okay, guck mal. Jetzt stellen wir die Frage an die Frauen. Welche Frau wäre bereit, ihren Mann, wir haben gerade darüber geredet, wie wenige Chancen die Frauen haben, die verheiratet waren, Kinder haben und die neu heiraten wollen. Okay. Einen Mann zu finden, der unverheiratet ist, als Erstfrau zu heiraten. Okay. Welche Frau wäre bereit, ihrem Mann zu erlauben, obwohl Allah hat es ihm eigentlich erlaubt, deswegen ist eigentlich die Aussage schon falsch, aber ich nenne das mal einfach so, ne? Ihrem Mann zu erlauben, eine zweite Frau zu heiraten, die beispielsweise zwei, drei, vier Kinder hat, seit Jahren geschieden ist und einen Mann sucht. Erstens, um dieser Frau eine Stütze zu sein. Und den Kindern eine Stütze zu sein, um die Umma weiter zu vergrößern, etc. etc. Welche Frau würde das ihrem Mann erlauben? Du. Mashallah. Also einige Frauen, mehr als ich erwartet habe, haben Frauen gesagt, ja, sie würden es machen. Und einige Frauen haben gesagt, ich leider nicht. Ne? Und andere haben gesagt, auf keinen Fall, geht nicht. Okay. Okay. Ich möchte von den Frauen, die sagen, auf keinen Fall oder leider nicht, wissen, warum nicht. Was ist so genau der Grund dafür? Das Gefühl möchte ich beschrieben haben. Das wäre sehr nett.
Ich leider nicht, weil meine Eifersucht zu groß ist. Ja, okay, warum ist die Eifersucht zu groß? Ich möchte euch jetzt nicht tadeln, so. Ich möchte Verständnis haben und ich möchte in eure Köpfe oder Herzen hineinschauen können. Guck mal. Erzähl nicht, Männer sollen erst die erste Frau so behandeln, wie es sich gehört. Das ist vielleicht bei dir der Fall, dass du nicht so behandelt wirst, wie es sich gehört. Okay, nehmen wir mal an, der erste Mann behandelt dich so, wie es sich gehört. Würdest du es ihm erlauben? Nein. Stimmt's? Gib es zu. Also komm nicht mit diesen faulen Ausreden. Zu große Eifersucht. Okay. Ja. Ich finde es okay, wenn ihr das sagt. Ihr habt zu große Eifersucht. Wenn ihr ehrlich seid, gar kein Problem. Liebe? Ja, okay, Liebe könnt ihr ja sagen. Ich liebe meinen Mann, also mache ich das, was mein Mann gerne will. Also mit Liebe hat das nichts zu tun. Weil ich meinen Mann nicht mit einer anderen Frau teilen möchte. Okay, was siehst du hier genau als teilen? Die Zeit? Oder wie meinst du das genau? Also, weil ich möchte aus den Worten Gefühle spüren. Wie soll man das finanziell als, guck mal, das ist faule Ausrede. Wie soll man das finanziell als decken mit der anderen Frau? Lass das mal seine Sorge sein. So, nehmen wir mal, der kann das finanziell decken, der ist Millionär. Okay, komm, dein Mann ist Millionär. So, würdest du es erlauben? Nein. Also komm ich mit der faulen Ausrede, Geld und Zeit und, ja. So. Weil mein Mann mir nicht genug Aufmerksamkeit geben kann, dann noch eine zweite, dann bekomme ich ja noch weniger. Okay. Dein Mann gibt dir zu wenig Aufmerksamkeit. Ja, dein Na wahrscheinlich ist das kein Fake-Account, sonst würde ich dir fragen, in welchem würde ich etwas tiefer hineingehen wollen und fragen, weil ich schwach bin und sehr eifersüchtig. Guck mal, Schwester, aber es ist ja kein Zustand, sag, ja, ich bin zu schwach, ich kann nicht. Das ist ja auch eine Ausrede. So wie diese Moscheen, ja, wir sind zu schwach, wir haben zu viel Angst, wir können nicht, und dann lassen wir es einfach. Guck mal, diese Sache hilft ja der Umma. Diese Sache hilft ja der Umma. Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Guck mal, ich habe nicht die Fähigkeit dazu. Ich habe nicht die Fähigkeit dazu. Aber ich gebe mal mich als Beispiel. Nehmen wir mal, ich hätte die Fähigkeit dazu. Okay, ich habe 5 Kinder. Stell dir mal vor, ich heirate jetzt noch eine zweite, eine dritte und eine vierte. Keine Angst. Habe ich nicht vor, ja? Eine zweite, dritte und vierte zu heiraten. Das wäre zu viel für mich. Aber nehmen wir mal an, ja? Ich heirate eine, die hat 2 Kinder, eine andere, die hat 3 Kinder und eine, die hat 4 Kinder. Und ich kriege mit allen noch 3 bis 5 Kinder. Wisst ihr, wie viele Kinder ich danach habe und wie viele die haben? Das heißt, ich habe 5, die zweite hat 2 Kinder bisher, kriegt sie noch 3, dann hat sie 5. Die dritte, was weiß ich. Als Beispiel, schau mal, wie viele Muslime das am Ende sind, wo man sich gegenseitig in der Familie hilft. Versteht ihr? Das sind so viele, dann, die zusammengehören. Der Sheikh Abu Saq hat mir gesagt, die Stiefkinder lieben ihn noch mehr als seine eigenen Kinder haben ihn nachher geliebt. Weil er hat immer Frauen geheiratet, die schon verheiratet waren und Kinder haben. Ich erhebe den Anspruch, alleine geliebt zu werden. Bruder, ich will das von den Schwestern. Ne? Allein der Gedanke, dass mein Mann mit einer anderen Geschlechtsverkehr hat, bedrückt mich. Den kann ich gut nachvollziehen. Aber Gedanken kann man lenken. Und ich muss leider sagen, viele Frauen sind Experten darin, sich selber zu foltern. Ja? Das heißt, sich selber die ganze Zeit in irgendwelche Gedanken hineinzusteigern, die ihnen wehtun. Man kann Gedanken lenken. Und man muss sich die ganze Zeit darüber nachdenken, oh ja, jetzt mal. Das ist der Fehler hier in dieser Sache. Zeit mit mir und den Kindern. Zeit mit dir und den Kindern, okay? Also die Zeit, das heißt also, du willst deinen Mann 24 Stunden am Tag um die Ohren haben. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Insbesondere wenn man längere Zeit verheiratet ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich den ganzen Tag nur um die Ohren hängen will. Und rein theoretisch, wenn es super läuft, kann man die Kinder sogar mitnehmen. Okay. Also pass auf. Das Ende vom Lied ist folgendes. Guck mal, das Ende vom Lied ist folgendes. Die Männer sind nicht bereit, eine Frau zu haben, die keine Jungfrau mehr ist oder Kinder hat. Umso mehr Kinder hat, umso weniger die Chancen. Und die Frauen sind nicht bereit dafür, dass ihr Mann eine zweite, dritte oder vierte Frau heiratet. Was ist das Ergebnis davon? Ich will es von euch hören. Wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz Zehntausende rechtschaffene, hübsche, junge Frauen, die geschieden sind, vielleicht sogar Kinder haben und einen Mann suchen. Und wir sehen, die Männer, die noch nicht verheiratet sind, sind nicht bereit, eine Frau zu heiraten, die schon geschieden ist und Kinder hat. Okay, die unverheiratet. Und die Frauen sind nicht bereit, ihre verheirateten Männer zu erlauben, obwohl sie eigentlich nicht erlauben können, Allah hat ihnen das erlaubt, eine Frau zu heiraten, die schon Kinder hat. Was ist das Ergebnis? Der Bruder sagt, die Umma schrumpft, es bleiben zu viele unverheiratet. So kann man es sehen. Ja, das ist zum Beispiel ein Ergebnis. Aber noch ein viel krasseres Ergebnis. Genau, dass viele Frauen Singles like Pringles sind. Singles like Pringles? Was ist das denn für ein Spruch? Unzufriedene Menschen, das kommt noch dazu, weniger Muslime. Ah, du hast nicht mal eine Frau? Bruder, du hast nicht mal eine Frau? Abu Qatada, du hast nicht mal eine Frau? Viele Frauen sind lesbisch, viele Männer sind schwul. Also, bevor der Abu Qatada da antwortet, ich kann nur sagen, viele sagen dann, ich will erstmal heiraten. Ich will erstmal heiraten, ich habe noch gar keine Frau, was redet ihr von mehr Ehe? Wenn ich ihnen dann sage, ja, ich kenne eine Schwester, die hat drei Kinder, dann sagen sie nein. Die hat zwei Kinder, dann sagen sie nein. Die hat ein Kind, dann sagen sie nein. Das ist ja das Thema hier. Bruder, du kommst am Ende des Livestreams rein und erzählst das. Stehst du? Bruder, Abu Qatada, das ist doch gar nicht böse gemeint. Ich will dir nur die Realität vor Augen führen. Die Realität ist, Leute sagen dann, ihr redet von mehr Ehe, wir wollen erstmal eine heiraten. Ja, klar, das ist es. Bla. Schön, aber wenn ich denen dann sage, ja, ich habe da eine Schwester, die will heiraten, die hat drei Kinder, dann sagen die, nee. Das ist das Problem. Okay, liebe Geschwister, ich mache dann mal Schluss. Das Ende vom Lied, das Fazit ist, junge Frauen, seid vorsichtig, wenn ihr heiratet, dass ihr niemals geschieden werdet. Denn wenn das der Fall sein sollte, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich aufgrund der Einstellung der Männer und der Frauen unserer Umma nie mehr einen Mann finden. Das ist die traurige Realität. Ich wiederhole es nochmal. Junge Frauen, wenn ihr heiratet, sucht euch den Ehepartner sehr gut aus, mit dem ihr Kinder haben wollt. Denn wenn ihr geheiratet habt und geschieden werdet und sogar noch Kinder habt, werdet ihr danach aufgrund der falschen Einstellungen, unislamischen Einstellungen der Männer und unislamischen Einstellungen der Frauen wahrscheinlich nie mehr einen Mann finden. Und ich sage unislamisch aus folgendem Grund, liebe Geschwister. Aus folgendem Grund. Persönliche Entscheidung. Unislamisch heißt nicht, dass man unbedingt, dass man eine Sünde macht.
Aber es kommt darauf an, wo man den Maßstab setzt. Unislamisch bedeutet hier, wie ich es meine, nicht unbedingt, dass man eine Sünde macht, aber wo man einen Maßstab setzt. Der Prophet a.s., die erste Frau, die er geheiratet hat, war keine Jungfrau gewesen. Okay? Die Sahaba, wenn eine Frau geschieden war oder verwitwet war und Kinder hatte, wurde sie sofort wieder geheiratet. Eifersucht gab es, aber es gab keine krankhafte Eifersucht, wo Männer gezwungen werden, keine zweite Frau zu heiraten, indem die Frauen beispielsweise sich so hineinsteigern, um mit ihrem eigenen Leid den Mann zu erpressen und krank werden. Das ist die Realität, meine lieben Geschwister. Und es ist etwas, was mich sehr, sehr traurig gemacht hat in den letzten Jahren. Wenn ich so viele Schwestern sehe, die ich vermitteln will, für die es so gut wie keine Chance gibt. Sobald ich sage, ja, ich habe deine Schwester, hat zwei Kinder, nee, will ich nicht. Ich wünsche euch was. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.